Der Sommersalat. Mit Profikoch Andreas Beilag wollen wir wissen, wie man den perfekten Blattsalat, Tomatensalat und Gurkensalat macht. Und was geht gar nicht? Die 16-jährige Luisa will heute lernen, wie man die perfekten Salatsoßen selbst macht. Auch gut, danke. Aber ich muss zugeben, normalerweise nehme ich nur Fertigdressings für meinen Salat. Okay. Aber es kann ja nicht so schwer sein, meine gute Salatsoße hinzukriegen. Lass ich mich überraschen. Ihr Coach Andreas Beilag, Chefkoch und Salatexperte. Zuerst der perfekte Blattsalat. Luisa will es schaffen, mit abgepackten Salatblättern, Pflanzenöl, Essig, Zucker, Salz und Pfeffer. Naja, Luisa, das sind ja die klassischen Salatzutaten, ja. Aber Luisa, von den abgepackten Salatblättern ist der Profi nicht begeistert. Die Schnittstellen sind total angetrocknet, teilweise schon total lätschig, braun, geht gar nicht. Aber welcher Salat ist der richtige? Profikoch Andreas Beilag kauft am liebsten Freilandsalate, die keinen weiten Transport hatten. Das ist nicht nur gesund für die Umwelt, sondern auch für den Verbraucher. Vitamin A und C sind bei kurzem Transport garantiert. Ich kaufe heute Kopfsalat. Der ist sehr gut bekömmlich und hat sehr viele Inhaltsstoffe. Und wie steht's mit der Frische? Beim Salat erkennt man am besten an der Anschnittfläche, die muss richtig nass sein und richtig schneeweiß sein noch. Dann ist es absolut frisch. Außerdem gut für das Immunsystem Feldsalat. Er sorgt für einen nussigen Geschmack. Auf der Suche nach gutem Salatöl kann unser Koch unter mehr als 25 Sorten wählen. Wir nehmen heute Olivenöl. Es zeichnet sich besonders durch seinen intensiven Olivengeschmack aus. Natives Olivenöl extra. Es kommt darauf an, dass man eine sortenreine Olive hat. Sortenrein aus nur einer Olivensorte. Olivenöl enthält ungesättigte Fettsäuren. Die sind gut für niedrige Cholesterinwerte. Dann schnappt sich der Profi noch Kirschessig aus dem Saft frisch gepresster Kirschen. Zurück in die Küche. Zum Glück gibt es für Salatanfänger ein paar einfache Regeln. Seinen Kopfsalat zupft der Experte mit den Fingern klein. Schneidet mal die Blätter, trocknen sie schneller aus. Nur kurz mit kaltem Wasser abspülen. Dann bleibt das Gemüse knackig und alle Vitamine und Mineralien erhalten. Dann ein Tipp vom Profi. Damit das Dressing nicht verwässert, dürfen die Salatblätter nicht nass sein. Deshalb in einem Küchentuch abtropfen lassen oder, besonders praktisch, die gewaschenen Blätter mit einer speziellen Salatschleuder trocknen. Durch die schnelle Drehung schleudert das Wasser raus. Beim Dressing hält sich Kochschülerin Luisa an eine einfache Grundregel. Essig und Öl im Verhältnis 1:2. Dadurch wird der Salat nicht zu sauer und nicht zu trocken. Nur noch mit Pfeffer, Salz und Zucker würzen. Reicht das für eine gute Salatsauce? Und? Naja, Luisa, das mit dem Zucker war eine gute Idee. Danke. Das nimmt dem Essig ein bisschen die Schärfe, das rundet alles ein bisschen ab. Aber das mit dem Dressing, das ist ein absolutes No-Go. Also sowas geht gar nicht. Das musst du separat machen und nicht gleich alles in den Salat kippen. Und so macht's Andreas Beilag. Senf, Kirschessig, Pfeffer, Salz und Zucker mit einem Stabmixer in einem Glas verquirlen. Für die perfekt cremige Konsistenz das gute Olivenöl nur langsam dazugeben. Und jetzt schau, Luisa, jetzt haben wir den Geheimtipp schlechthin. Jetzt bauen wir uns hier einen Papiertrichter. Okay. Und jetzt können wir uns unser Dressing in eine leere Wasserflasche abfüllen. Aha. Und das hält sich dann bis zu 2 Wochen im Kühlschrank. Wirklich? Mhm. So, schau her. Praktisch, wenn man nicht jeden Tag von vorn anfangen will. Diese klassische Essig- und Ölsoße veredelt unser Experte noch mit einer Messerspitze Vanilleschote und Himbeeren. Sie können auch durch andere frische Beeren ersetzt werden. Zum Schluss ein paar Spritzer Tabasco. Das Ganze gut gemischt. Und so sieht jetzt der perfekte Blattsalat aus. Zeit für den perfekten Tomatensalat. Klassisch mit Balsamico-Dressing. Luisas Zutaten: Fleischtomaten, Öl, Essig, Salz, Zucker und Pfeffer. Aber werden diese Tomaten tatsächlich die Basis für den perfekten Salat? Naja, Luisa,
Fleischtomaten sind für einen Salat nicht geeignet. Schau dir das mal an, das ist eine ganz miserable Qualität. Springen hier schon auf. Mhm. Also, das würde ich nicht hernehmen. Für Soße vielleicht okay, aber nicht für einen Salat. Besser, aber teurer, Strauch- oder Kirschtomaten. Sie reifen an der Pflanze aus, werden am Zweig gepflückt und schmecken deshalb aromatischer. Sie sind voller Vitamine und Mineralstoffe. Für die Salatsoße braucht Andreas Beilhack noch den richtigen Essig. Wir nehmen heute Aceto Balsamico, den klassischen Aceto-Essig. Ist besser wie der weiße Industrieessig. Beim Balsamico ist es so, je älter, desto besser. Der ist 5 Jahre alt, ideal für unseren Salat. Außerdem greift der Chefkoch noch zu Olivenöl und frischem Basilikum. In der Küche verliert Luisa keine Zeit. Sie schneidet ihre Fleischtomaten und vergisst dabei das Wichtigste. Der Strunk muss raus. Das grüne Ende enthält Solanin, ein Bestandteil, der in größeren Mengen giftig wirkt. Auch unreife grüne Tomaten enthalten Solanin, das sich durch die Sonne dann abbaut. Basilikum vom Profi soll dem Dressing Geschmack geben. Aber statt weißem Balsamico sollte man dunklen Balsamico verwenden. Der reift in Holzfässern und ist intensiver im Geschmack. Das Rezept des Experten verrät, wie man einen Tomatensalat perfekt macht. Ein Trick für den optischen Kick? Tomaten und Basilikum portionsweise im Glas anrichten. Für die Soße? Gewürze, Aceto Balsamico und Olivenöl über die Zutaten geben. Der Profikoch muss die Mischung im Glas vorsichtig shaken, damit sich Dressing und Tomaten verbinden. Fertig ist der Klassiker. Und jetzt noch für ein bisschen Abwechslung Pinienkerne und frisch geriebener Pecorino-Käse. Das peppt nicht nur die Tomaten optisch auf. Mit reichlich Vitaminen und Nährstoffen sind Pinienkerne und der Käse echte Vitalbomben. Fertig ist der perfekte Tomatensalat. Klassiker Nummer 3, der perfekte Gurkensalat. Luisas Zutaten: Salatgurke, Essig, Zucker, Sahne, gefrorener Dill und Salz. Unser Profi schwört auf die schlanke Variante. Er bereitet Gurkensalat mit Naturjoghurt zu. Wir nehmen jetzt Joghurt, ist sehr kalorienarm und im Sommer absolut erfrischend säuerlich. Beim Gurkenkauf achtet der Profi auf den Reifegrad. Bei dieser Gurke sieht man, der fehlt die Spannung, hat die ersten Druckstellen, die ist nicht optimal für den Salat. Die Gurke dagegen, die ist schön knackig, hat Spannung und hat keinerlei Druckstellen. Die ist perfekt. Die Gurken sollten ungespritzt sein. An den Gurkensalat gehört außerdem Dill. Aber müssen es wirklich immer frische Kräuter sein? An erster Stelle stehen ganz klar die frischen Kräuter, da ist noch alles drin. Inhaltsstoffe, Vitamine, die haben Power. Auf dem zweiten Platz stehen die getrockneten Kräuter, da sind wenigstens die Geschmacksstoffe noch drin. Und was gar nicht geht, sind die gefrorenen Kräuter, die schmecken nach nichts mehr. Der Küchenchef zeigt der Kochschülerin, wie man den Klassiker richtig zubereitet. Die Gurke schält er bis zum Kerngehäuse mit einem Kartoffelschäler in lange, dünne Streifen. In welche Richtung man schält, ist egal. Bei Biogurken darf die Schale mit in den Salat. In ihr stecken die meisten Vitamine. Nur noch Dill hacken, Joghurt und einen Spritzer Essig drüber geben, würzen und durchmengen. In weniger als 5 Minuten ist er fertig, der leichte Sommerklassiker. Ja, das ist jetzt eine klassische Version vom Gurkensalat. Mhm. Wir pimpen den Gurkensalat jetzt ein bisschen gesundheitsbewusst auf. Mit Ingwer. Der heizt den Stoffwechsel an. Das hält schlank. Die rote Beete-Sprossen sorgen für eine Extraportion Magnesium. Ein weiterer Vorteil? Durch ihre Farbe eignen sie sich ideal für die Dekoration. Jetzt riecht man an, oder? Der perfekte Blattsalat mit Essigöl, Himbeersoße. Der Tomaten-Balsamico-Salat und der Gurkenklassiker mit Joghurtsoße. Salat sollte man am besten mittags essen. Rohkost gärt im Magen und gibt deshalb auch ein Völlegefühl. Abends sollte man besser gekochtes Gemüse essen, das schneller verdaut werden kann. Und? Schmeckt's? Super. Fazit: Mit ein paar Tricks von unserem Salatprofi bleibt garantiert niemand hungrig und die Linie schlank.